Eisenbeton. Nein! Die hat Bombe. Hallo Freunde und herzlich willkommen hier zu dem Let's Play TTT mit dem Dummschwätzer-Event. Ich bin der Dario von Playcube und mit dabei sind... Hallo anderen. Oh nein, euer, fuck you! Euer Namen sagen und so. Ja. Der fängt ja schon mal gut an. Kellex. Hallöle. Yo, Kushi. Ja, 3000 Neo. Oh, ja. Los, Mentu, stell dich vor. Ich bin der Mentu. Da. Und ja, ich bin der Dummschwätzer, hihi. Und ja. Erstmal schön alle weggehauen. Erstmal alle weggehauen, ich flieg hier rum, bin einfach, ja, tot. Ja, ja. Jetzt hier, pst, Fresse halten. Jetzt, wo es weitergeht, muss ich gehen. Runde zu Ende, pst, Fresse halten. Ey, Philipp, ich hab doch gerade das Gefängnis für dich geöffnet, ne? Ja, aber was, du musst gehen, ich verabschiede mich. Okay. Okay, wir hören uns schon. Ah, dann beginnen wir und dann verabschieden sich schon der Erste. Piss dich mal. Okay, okay. Also, Gefängnis auf, bitte. Ich komme. Kennex, wir müssen zusammenhalten, schnell. Wo bist du da? Ach, was macht der Kommando-Block da? Bin frei. Oh, ich bin im Nether. Entsetzt? Im Nether? Ja. Mach dich weg! Ja. Wow, weg. Da hat jemand was über seinem Kopf, was ist da los? Hab ich mich jetzt verraten? Ja. Scheiße. Okay, also wir wissen, wie wir weghauen müssen. Ja. Okay, ja. Ja, aber das hab nicht ich gesagt. Das ist natürlich eine bittere Pille, dass ich das noch nicht wusste, aber jetzt. Einmal mit Profis arbeiten. Und was sind die, jetzt kann ich da fragen, was bedeuten diese kleinen Finger, die ich da überall sehe? Das kann ich dir schon erklären. Das sind so eine Sachen, die kannst du als Traitor aktivieren. Verschafft dir verschiedene Vorteile. Zum Beispiel, du kannst hier aus diesem komischen Knast ausbrechen, der hier ist. Oder kannst den Creeper anschalten, wenn da einer reinläuft, explodiert der halt. Traitor fallen halt. Ich habe gerade eben eine Falle gesehen in Aktion. Da ist, ach so. Mente, ich war im Nether. Ich hab Damage bekommen. Das ist so scheiße. Na, ausgerechnet jetzt ist Mapwechsel natürlich. Ah, guck mal, hervorragend. Welche nehmen wir? Kakariko, die unterste Kakariko A4. Das ist ja cool. Wieder die Frage wegen Downloaden oder so. Obwohl, das kannst du rausschneiden. Ja, ich würde einfach Fraps auch anhalten, allein wegen der Dateigröße und sowas. Warum benutzt du eigentlich Fraps? Benutzt du lieber OBS oder so ein Scheiß? Ich habe Fraps schon immer, schon seit ich ein Kind bin. Schon seit es Fraps gibt, habe ich früher schon immer die Demo-Version gehabt. OBS habe ich auch kurz wegen Twitch-Bitch genutzt. Ist es gut? Macht das schöne kleine Datei? Wie ist das so? Sieht halt nicht so viele FPS, das ist halt das. Ja, Game. Und die Dateigröße ist oft deutlich kleiner. Also du kommst nicht wie bei 15 Minuten kommst du nicht auf 100 GB, sondern halt nur auf 1. Das hört sich natürlich sehr, sehr gut an. Das heißt, du kannst natürlich mehr Folgen oder längere Folgen aufnehmen und sparst halt extrem viel Speicher noch. Ja, das ist, ich bin ja bekannt für mein Speicherproblem, weil ich nur eine 500 GB Festplatte habe. Ja, habt richtig gehört. Und und ja, nein, deswegen. Ich hab's auch nicht das wäre eigentlich optimal. Lass mich raten, du nutzt auch einen Laptop. Was? Nein. Ich habe schon eine Maschine hier neben mir stehen, die fiebt ja auch rum. Achso, dann baue dir doch eine größere Festplatte ein. Ja, muss ich. Also ich laber da schon die ganze Zeit hin. Selbst ich hab schon meiner Freundin vorgeheult, dass ich das bald mal machen muss und selbst die kommt manchmal her und sagt, Mensch, jetzt was ist los? Kauf dir deine scheiß Festplatte. Ja, hol dir mal am besten, ich kann dir dann vielleicht später einen Link schicken, eine SSHD. Ist das, was ist das denn? Eine SSHD. Eine Mischung aus einer HDD Hybrid und einer SSD. Ah. Also eine Hybrid-Festplatte sozusagen. Und das ist zum Aufnehmen ziemlich geil, weil du kriegst halt ein paar mehr FPS dazu. Und ja, also ich kostet nur 70 Euro und ist 2 Terabyte, also. Ach, guck mal. Also ich hab gehört, dass das, also nur SSDs, diese Flash-Dinger, dass die nicht so gut wären zum Aufnehmen, weil die nicht dafür gemacht sind, andauernd so große Datenmengen und hin und her, bla bla bla. Aber so ein Hybrid habe ich, da habe ich noch nichts drüber gelesen. Ich habe mir auch schon eine rausgesucht gehabt, so eine normale HD-Festplatte eben. auch 2 Terabyte für, ich glaube, 60 Euro von Seagate, Barracuda. Ich meine, die Dinger müssen halt schnell sein, ne, fürs Rekorden. Jo. Okay, also die Map, ich bin übrigens schon drauf, wir sind ja alle schon fast alle ja, da. Ja. Der Download hier ging relativ schnell. Ja, größtenteils, weil man die Map schon meistens hat. Was ist, wenn ich jetzt auf Tab drücke und da irgendwelche Informationen sehe? Kann ich das durchgehen oder erfragen? Was ist hier oben los? Was auf Tab steht da oben? Voll die Party. Was macht ihr? Philipp.
So, sehr gut. Wir haben es gestorben. Ich wusste es. Ich einfach schon wieder auch Traitor. Ich habe schon auf den Killer gezielt. Ich wusste es, aber nein. Aber ja. Nein. Aber übrigens nochmal Info an alle, alle, die Traitor sind. Ihr seht doch so ein kleines T über dem Kopf des anderen Traitor. Ihr könnt mit C einkaufen, zum Beispiel eine Silence AWP. Damit haust du die halt mit einem Schuss weg. Wenn und, ihr triffst. Okay. Aber, und als Detective kann man da auch irgendwas, ne? Kann man auch einkaufen. Genau. Kannst du auch einkaufen. Healing Stations und so Zeug. Nein, jetzt haben wir jetzt eh keinen Detective mehr. Wir sind nur noch 5 Leute. Ja, und wenn ich auf Tab drücke und hier Missing in Action sehe, kann ich es auch im Spiel durchgeben während dem Spiel? Von wegen Mentu is Missing. Missing in Action sieht da, glaube ich, nur der Traitor, oder? Nein. Missing in Action, wenn man eine kurze Zeit niemand ihn gesehen hat. Also lange Zeit. Oder ja, Traitor sieht eigentlich schon, dass der Tod ist, meistens. Also hätte ich mich dadurch wieder verraten, wenn ich das jetzt gesagt hätte, von wegen Öse. Technisch gesehen ja, dass er kein anderer gesehen hat. Weil ich war ja der Einzige, der ihn umgehauen hat. Okay, was bin ich denn? Ah, ist es ja noch Zeit. Ich habe die letzten paar Mal, als ich es gespielt habe, nie runtergeschaut, was ich bin und bin einfach rumgerannt wie so ein Verrückter. Aber ich weiß, was ich bin. Hey. So viele Menschen. Hey, Neo. Ja. Neo, wir müssen zusammenhalten. Ja. Okay. Let's go. Die Waffen sehen ultra cool aus. Jo, aber ich steck meine Waffe weg, weil ich echt ein friedfertiger Mensch bin. Ja, ganz friedfertig. Ja. Lass mich in Ruhe, verfolg mich nicht. Ich folge dir. Ich glaub, Mento ist es. Nein, aber verfolgt mich. Das hat mich verlangt. Was liegt denn hier? Hier liegt irgendwas auf diesem Stück. Kann ich es kaputt schlagen? Das ist doch die. Ist es die Ocarina? Ja, ich glaub schon. Ist sozusagen, also ist auch eine Traitor-Waffe, wenn du die aktivierst drüber, dann schöner Nebel und wundervolle Funkmusik. Ultra cool. Warum können wir die nicht aktivieren? Ach so, der Traitor ist also am Start, so. Okay, warte, dann ist es, ich hab's gesehen, ich hab's genau gesehen, wer das war. Ich hab's gesehen, wer es nicht war. Moment. Wer hat auf mich geschossen? Ja, und kann der Traitor durch den Rauch durchsehen? Traitor, nein, kannst du durch den Rauch durchsehen? Glaub ich nicht. Okay, ich bin bei Killer. Ich oh Gott, der Traitor ist bei mir. Es hätte jetzt eigentlich jeder sein können. Das waren doch alle um das Zeitraum rum. Wo seid ihr? Ich sehe nichts. Wir waren zu dritt um das Ding rum und ich war mit Neo unterwegs. Oh. Aha, okay. Und mit Kushi und einer von euch beiden hat gedrückt. Aber naja, ich verstecke mich einfach hier in diesem wunderschönen Wald der Freude und Genüsse. Aha. Mentu, bist du noch am Start? Ja, ich bin noch am Start. Ach so, Mentu ist also der Traitor, wie er so rumlacht. Guck mal. Oh oh. Ich glaube, ich weiß schon, wo er ist. Ich sehe da vorne Ich bin tot. Hey! Mr. Kushi? Ich hab dich auch versehen, dass ich was? Angeschossen. Ach so. Ach, übrigens, noch zur kleinen Info. Wenn ihr tot seid, könnt ihr euch ja kurz muten und könnt dann über X noch mit den Leuten sprechen, die auch gestorben sind. Ja, aber das ist dann ein bisschen sehr durcheinander, finde ich. Ja, komm, Lars muss einfach, haben wir Spaß. Wir sind ja lustig. Jo. Wir können ja ohne Aufnahme auch mal ganz ernst spielen und sowas, aber jetzt sind wir ja lustig drauf. Guck mal, Mento, wie er da rumschießt, der verrückte Hammel. Okay, hast du das gerade nicht gesehen, dass ich vor dir umgekippt bin? Also du hast voll in meine Richtung geguckt und ich bin gestorben. Nee, hab ich nicht. Als die Ocarina anging oder wann? Nein, irgendwann danach, wo der Nebel halt zu Ende war. Ich bin einfach blind auf beiden. Auf beiden Augen, Junge. Aber immerhin habe ich jetzt eine PP19, die sieht ultra cool aus. Aber ist voll scheiße. Ja. Na, okay. Und was sagt ihr zur MG42? Die ist ein bisschen besser. Auf nächsten Ehe triffst du vielleicht irgendwas. Ich werde noch wandern gehen, auf Wanderschaft. Ich zerschlag hier die Pots. Ja, hast du jetzt schon mal Traitor ist? Okay, Mento. Bestimmt der Kushi und der Killer. Moment, Mento, du weißt, wer Traitor ist? Also bist du ein Traitor? Was? Nein. Mento, die Weihnachtskuh geht nicht. Doch, bestimmt. Geht schon, ich war schon dreimal hintereinander Traitor. Ich wurde angeschossen, das finde ich nicht lustig, ich glaube von Lukas. Nein, ich habe dich doch... Ne, ja gut. Es war wahrscheinlich wieder Mento, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Mento war. Ich habe eine Waffe und stehe am Sniper-Punkt mit deiner Waffe an... Okay, ich habe noch 16 HP, ja komm mal schießen. Ja, ich habe noch 19, wow. Also ich renne jetzt zu Mento und werde ihn sowas von einfach umschießen, weil ich genau weiß, er ist der Traitor, ich weiß es. Mento! werde ich verfolgen, Moment mal. Ja, aber ich glaube Mento war es nicht, weil der ist in die genaue Richtung gelaufen. Wo ist er denn hingerannt? Aber Mento! Ich habe meine Crowbar in der Hand, damit werde ich ihn verprügeln.
Moment mal. Ich gebe dir einen Tipp, ja. Geh mal zum Sniper. Punkt. Der ist. Wo ist der Sniper? Da ist es da hinten. Ja, ja. Ah, genau. ich seh eine Leiche. Leute, es ist nicht Mento. Ich geh gucken. Das scheint Kennex zu sein. Haben wir nicht einen Detective dabei, der das checken kann? Nein, haut nicht hin, weil ich lebe noch. Oh. Rede doch mit uns. Es war eindeutig Mentu. Aber ich wusste nicht, ich hab so die ganze Zeit gelabert und ich wollte nicht reinlabern. Ja, dann bin ich eigentlich stark dafür, dass es hier Kennex ist. Weil Killer habe ich gesehen und Vincent wurde angeschossen und ich war's ja nicht. Was? Wer ist der? Ich würde sagen Kennex. Achso, Kennex. Wo ist denn Kennex unterwegs? Mensch, Kennex, wo läufst du denn schon wieder rum? Mir ist, glaube ich, gerade ein Schuss eingeschlagen. Ah ja. Ich glaube, Kennex hat ganz schön Spaß. Oh, da ist Kennex, ja, Kennex zieht. Nein! Okay, der ist tot. Okay, es gibt noch einen Traitor. Ist der wirklich tot? Es gibt noch einen Traitor. Okay. Also, kannst du nur Killer oder. Was? Killer? Ja. Na, oder Neo. Ich gebe dir einen Tipp. Schieß den, dass er stark verletzt ist. Okay, let's do it. I can't find him. Wo ist der Verletzte? Wo hat er sich versteckelt? Er ist eigentlich okay, ziemlich Marbeutel, okay? Kennex war Dings hier, ne? Dings hier, ne? Traitor. Dings, ey, Dings. Dings, Dings. Okay. Killer. Okay, Scheiße. Aber ich glaube, es ist Kushi, Leute. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Kushi ist. Ja, genau, es ist Kushi. Kushi gönnt sich erstmal Minuspunkte. Ja, oh, fuck. Ich hab's doch gesagt, es ist Killer. Was hab ich denn für eine Kackwaffe schon wieder gehabt, Mensch? Die ist gut, die ist richtig gut, wenn du treffst. Aber sie schießt da langsam. Ich wollte schön Dauerfeuer machen, dann dumm, dumm, dumm. Ja, aber ich mach 27 Schaden, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, okay. Ja. Ich hab's vorhin gemerkt, als ich Neo angeschossen habe. Das war echt schick. Haut den, gespritzt. Haut den weg, der am meisten Schaden hat. Kushi, duck. Oh, er war's nicht. Das war der perfekte Plan. Aber schade, dass Traitor Nummer 2, Monsieur, dass du gestorben bist. Wir hätten regeln können. Tut mir leid, aber Mento hab ich ja weggehauen. Mento ist schon so ein kleiner. Nein, ich bin dort oben gewesen und ich hatte keine richtige Sniper-Waffe. Und dann... Ach übrigens, wenn du von solchen Dingern runterspringst, lauf rückwärts von der Leiter runter und lauf dann wieder so in die Richtung dagegen. Da kriegst du keinen Schaden. Also, oder höchstens weniger. Ach so, okay. Wo krieg ich eine Sniper her? Ist die AUG cool? Leute, ich teste mal die AUG, jetzt erschreckt mich, gell? Ich stehe hier ganz oben. Jo. Die AUG ist schon, hat was. Boah, ist die cool. Ach, ich bin schon wieder interessant. Was ist das? Und mit der kann man übelst reinzoomen. Ja. Ich bin schon wieder verfolgt. Was ist das? Warum? Jedes Mal. Mentu, wo bist du? Komm, wir müssen... Mentu, wir müssen zusammenhalten. Der Kennex, schon wieder. Und er schießt auf... Okay. Wer läuft da? So, Neo? Ja, ich. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass Neo mittlerweile der Traitor ist. Ich werde mich erstmal verstecken. Oh, ich hab Damage bekommen. Einfach mal knaller Damage. Ey, wer hat denn jetzt hier Dings umgebracht? Wen? Mentu, hallo. Ich hab weggehauen. Ich werde einfach von Kennex? Ja. Und du bist tot. Das war echt. Oh Gott, wie meine Puppe da liegt. Mein Ragdoll. Übelst das Bein zerschossen. Was? Das ist echt unfair, was hier passiert. Ich glaube. Achso, ich darf jetzt nichts sagen. Komm, wie sie da rumrennt. Oh. Ey, Kushi, was hast du echt nicht überlebt? Was soll denn die Scheiße? Keine Ahnung, der ist overpowered. Allei! Neo ist ein starker Dude. Voll der Hardcore-Dude, Alter. Junge. Ach, das Jugendwort 2014, gönn dir. Ach nein, Quatsch, läuft bei dir. So. Läuft bei dir, aber es sind noch drei Worte, Moment mal. Ja, das ist Jugendsprache, versteh's einfach nicht. Achso, es sind halt drei zusammen zu einem gematscht, so wie Döner. Das ist ein Dönerwort. Oh, nein, wie sind wir mit der Crowbar hinterher rennen, ich raste aus. Da ist sowieso noch Repairing. Ich finde ja nie ordentliche Waffen. Ich habe eine Honey Badger, ja, könnt mich am Arsch lecken, yes! Ich hab eine G, oh Gott, ist die Kacke, nein. Galil, ja, Galil. Leute, Vorsicht. So, da. Kushi ist natürlich knallharter Trader, das weiß ich jetzt schon. Mentu auch. Ja. Ey, was soll auch. Das werden? Das heißt, du bist der einzige Innocent. Wir wissen Bescheid. Jo. Ja. Aber übrigens, genau. Leute, zur Info, diese Runde bist du erst erwartet, Innocent. Hey, Kushi. Ich hab Angst, auf mich wird schon wieder gezielt.
Kuschi zielt ganz verdächtig auf mich. Kuschi, ja, ich schießt auf mich, ich muss mich verteidigen. Ich ziele nur. Ja, eigentlich habe ich nur Ahnung. Ja, er schießt nicht, hast du ja, sorry. Ich habe nicht geschossen, oder? Okay. Ich hätte dich die ganze Zeit schon töten können. Was mache ich mit dem Stick? Er schießt auf mich. Ach, wurde er geschossen? Moment mal, wer hat da geschossen? War das der Kennex? Ich hab den Boden hier geschossen. Da und oh. Da und immer noch da. Oh, guck mal, ich glaub Kennex ist ein Traitor für zwei. Okay. Er hat zuerst auf mich geschossen! Mentu, warte. Oh mein Gott, ich werd beschossen! Da, der Traitor! Oh, GG, ey, GG. Oh. Ach so, Monsieur. Moment. Win-win-Situation. Moment. Moment mal. Ich brauche noch eine Waffe zum Schnippeln, nicht? Oh, wir haben ihn anschießt mit seiner Silent Atombombenwerferwaffe. Silent Atombombenwerfer. Das ist einfach nur der Sniper. Ich muss mir auch diese Silent A, die hole ich mir jetzt. So, buy Equipment. Habe ich sie jetzt? Ja, es sollte so weit unten, sollte eine 5 oder 6 sein. Scroll runter. Weiter, so eine 7 oder so. Ja, genau, jetzt musst du aufpassen. Jetzt musst du reinzoomen und, okay, und musst auch noch treffen, weil du hast nur 2 Schuss mit dem Ding. Achso, und die sind jetzt natürlich... Keine Tipps. Die sind jetzt natürlich weg, die 2 Schuss. Ja, okay. Jetzt haust du die jetzt gehst du wieder ins Kaufmenü, kaufst du zum Beispiel eine AK oder so einen Scheiß. Ich hab hier noch ausreichend Waffen gehabt, aber das war nichts. Das ging in die Hose. Ja, hat man gesehen. Es ging aber leider in meine Hose, nicht in seine. Ja. Aber die Honey Badger kann man ziemlich gut benutzen eigentlich. Jo, Dauerfeuer. Schießt relativ präzise. Ja. Ich würde trotzdem die Regel beibehalten, wenn man tot ist, dass man auch keine Tipps gibt. Also. Ja, okay, Entschuldigung. Ach komm, bitte, das ist ja der Dummschwätzer. Ich hätte es ja schon sehen müssen. Das wird doch da links angezeigt, oder? Die Munition. Yep. Ja. Übrigens, du kriegst für jeden Kill, den du machst, also als Trader, kriegst du noch einen Token dazu und dann kannst du dir zum Beispiel noch andere Waffen dazu kaufen. Und du kannst auch andere Trader wiederbeleben, glaube ich. Ach so, nee. Läuft der Hase. Nicht? Nee. Ja, habt ihr das nicht? Haben wir nicht drin, ne. Also müssen wir mal reinhauen. Mentu kennt sich einfach voll aus mit Wiederbeleben und links und rechts gehen und in die Fresse treten. Mentu, ja, sieht so aus. Na, Prison for Prison. Okay, ich hab jetzt eine Reifel. Okay, Mentu geht auf die Sniper-Posey. Innocent! Ah, ich stell mich in die Ecke, ich schäme mich. Mentu, bist du auch innocent? Mentu? Ja, aber ich schäme mich gerade. Jede andere Antwort wäre falsch gewesen. Nein, ich bin Detective! Egal. Kennex eskaliert. Ich eskaliere nicht, ich hab einfach nur die Dinger weggehauen. Mentu, komm, wir snipen. Mentu, hey. Okay. Wir sind die Innocent Sniper. Ja, ne? Wir beobachten das ja ganz genau und wenn ich einen Trader sehe. Ach ja, guck mal, der Kuschi, der alte Trader. Scheiße, ich bin tot. Nein! Die hat Bombe. Da kommt sie einfach angerannt, das Bömpchen. Bam. Ich hab nur im Hintergrund die Rauchwolke gesehen. Yo, mit Minecraft B5, das geht auch ziemlich klar, ist auch relativ lustig. Oh, das war jetzt geil. Ich dachte mir nur so, letzte Runde, ja, gönnst du dir einfach mal so eine Jihad-Bombe, wenn da 2 Tappen oben stehen. Entschuldigung. Ja, das war echt fett. Das war echt fett. Ich hätte einfach wegspringen müssen. Ich hätte das sowieso überlebt, wenn ich weggesprungen wäre. Da hätte ich Witzes weggehauen. Na, weil ich hatte noch 100% Leben. Ich hätte einfach vom Sniper hier einfach runterspringen können. Hätte ich noch 4 Leben gehabt und... Wärst gestorben. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja.